Leute, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir eine neue Cam geholt für Streams, für YouTube-Videos. Diese Cam, die ich jetzt hier habe, ist mein altes iPhone, iPhone 11. Die Cam, die ich mir geholt habe, es handelt sich um die Elgato Facecam MK2. Die ziehen wir uns jetzt zusammen rein. So, das ist das gute Stück. Seht euch das mal rein, wie edel das aussieht. Perfekt. Auch am Monitor zu befestigen. Sieht einfach nur stylisch aus. Mal gucken, ob da ein Unterschied liegt. Aber ich denke mal schon, weil ich habe mir schon vorher ein paar Videos reingezogen und das war auf jeden Fall übelst krass. Die Cam hat mich so überzeugt, dass ich mir die direkt gekauft habe. Ich habe mir gesagt, komm, ich habe die Schnauze voll vom Handy verbinden. Zack, zack, die ganze Zeit. Kabel ist auch nicht immer das Wahre. Die Cam ist auch nicht richtig befestigt. Also das Handy ist in so einer Halterung, es wackelt hin und her manchmal, oder wenn ich mich zu sehr bewege, dann geht die zur Seite. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt die neue Cam geholt und wir werden uns jetzt zusammen im Video reinziehen, wie geil die Cam ist und was für Features die hat, und ich werde euch das Vorher-Nachher-Bild versuchen einzublenden, ne? So, jetzt werde ich meine Zauberei ein bisschen einsetzen. Es fehlt nur noch die Cam, ne? Eins. Oh, wow. Nice. So schnell kommt hier hergeflogen. Ist noch im Paket drin. Also ich muss sagen, die Leute, die mir das geschickt haben, das ging ziemlich schnell. Es war auf jeden Fall... Also es hat nicht mal ein... Ich glaube, 2 Tage hat es gedauert, ne? Ist aber noch verpackt. Das müssen wir jetzt ändern. Oh, wow. Schon ist sie unverpackt. Macht Spaß, Leute, aber so sieht das aus, das gute Stück. Ich freue mich übelst. Full HD Webcam Elgato. Das ist mein erstes Teil von Elgato. Ich habe noch gar nichts von Elgato. Ich habe mir ein Mikrofon geholt, damit bin ich sehr zufrieden. Ich kann euch auch einen Link in der Beschreibung reintun von Rode. Also dieses Mikrofon ist ein Bombending. Ein Bombending. Ich bin sehr zufrieden damit. Das ist jetzt auf jeden Fall die Elgato HD-Qualität. ADR-Qualität. Mhm. Sony-Sensor ist auch drin, ne? Boah, ich bin so gespannt. Komm, ich werde die jetzt reintun und euch das mal zeigen, den Unterschied. Mal sehen, was die so drauf hat. Ich brauch Werkzeug. So, Leute, sorry, aber ich bin heute in Comedy-Modus. Das kommt auch manchmal vor. Ich lache mich, während ich das Video schneide, lache ich mich kaputt. Auf jeden Fall, so, die Kamera ist jetzt dran, Wir gucken jetzt den Unterschied. Ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen. Boah, ey. So, das ist jetzt noch die alte Cam. Und jetzt wechsle ich auf die neue Elgato Facecam MK2. So, Leute, guckt euch das mal an. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber die ist jetzt noch nicht... Ich habe noch nichts an der Kamera gemacht. Noch gar nichts. Man muss sich eine App runterladen. Die habe ich jetzt runtergeladen. Und die schauen wir uns jetzt zusammen an. So sieht das jetzt in der App aus, wenn ihr die runterladet. So, das ist das Gerät. Man hat hier so Zoom-Möglichkeiten, was sehr gut ist. Also man kann zoomen, wie man will. Man kann das aber auch einstellen, so will man das so haben. Dann drückt man drauf. So. Auf jeden Fall sehr gute Effekte zum Zoomen. Okay, ich gehe mal auf den Elefanten jetzt. So. So. Ich finde, das ist schon gute Qualität. Sag ich mal so. Ne? Kontrast könnt ihr ändern. So ein bisschen wärmer. So. Ich finde das so, wie das ist, ganz normal. 80% Sättigung. Man kann man ganz hier. Sommer-Vibes. So. Da glänzt das Gold ja viel besser. Schärfe könnt ihr auch einstellen. Ich finde das so viel zu scharf. Viel zu scharf. Also ich finde so bei so wie das eigentlich automatisch eingestellt ist, finde ich das top. Man kann ein bisschen schärfer machen, so vielleicht bei 60%, finde ich ganz okay.
Na, ich finde, das sieht so unrealistisch aus, wenn ich zu viel Schärfe rein tue. Die Belichtung kann man auch ändern. So viel zu hell, dunkel. Das hier auch. Nee. Automatisch finde ich das schon perfekt. Also die ist richtig super. Brauchst nicht viel machen. Weißabgleich haben wir auch hier. Kannst du selber zum Hulk werden. So finde ich auch eigentlich ganz cool. So blau. Zocken finde ich das cool. Aber lassen wir mal automatisch. Also ihr habt sehr viel Möglichkeiten. Auf jeden Fall die einzige Sache, die ich jetzt schlimm finde, ist die Effekte. Also man kann das spiegeln so. Kippen auch alles wunderbar. Aber für meinen Computer hat das jetzt nicht. Also steht auch hier direkt so, dass man eine bessere Grafikkarte braucht. Und leider geht das bei meinem Computer nicht. Also ist die nächste Anschaffung ein neuer Computer, neues Computer, neuen Computer. Aber ich bin ziemlich zufrieden. Ich bin begeistert. Die Kamera ist top geil. Ist auf jeden Fall einmal. Schaut es euch an in der Beschreibung. Ich lasse mal den Link da. Überlegt es euch, wenn ihr wirklich Interesse habt, so zu streamen, YouTube-Videos zu machen. Finde ich, das hat eine richtig gute Qualität und der Preis ist für den Normalverbraucher, denke ich mal, ist okay, ne? Ist okay. Kann man so machen, ne? Finde ich, meiner Meinung nach. Also das war mir jetzt das Geld auf jeden Fall wert. Schade, dass die ganzen, also man müsste eine bessere Grafikkarte haben, dann könnte man den Hintergrund ändern. Diese Schatten, so dass das hier so alles schattig ist. Im Hintergrund so, dann ist das schattig. Ja, das wollte ich auch unbedingt haben, aber ist auch egal. Ich finde das so auch top. Ich bin froh, dass die Handykamera weg ist und dass das jetzt meine neue Kamera ist. Und ich finde alles perfekt. Wie ich sehe, muss ich auch wieder zum Friseur. Ist so mit der Kamera, mit der alten Kamera ist mir das nicht aufgefallen, aber jetzt muss ich auf jeden Fall zum Friseur, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Erste Mal Werbung auf meinem Kanal für die Facecam von Elgato MK2. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein.